Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 74. Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind hier im Auktionshaus und treffen uns weiter mit Vivaldis Freund, zwar mit Hilbert oder Hibbert. Keine Ahnung, kann ich gerade nicht gescheit lesen, weil die Buchstaben so klein ist. Aber das ist der mit Gewinn sehr, sehr reich geworden ist anscheinend. Und er checkt sich anscheinend ein paar Damen ab. Es ist Jahre her. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva. Sehr freundlich. So. Ganz meinerseits. Wie steht's? Das Auge auf Glitzerkram geworfen? Eigentlich nicht. Ich kaufe, was mir gefällt. Etwas Prächtiges für die Wände könnte ich gebrauchen. Das Gemälde. Stimmt's? Wie bitte? Dein Gwind-Kartensatz. Nilfgaard, nicht wahr? Gib's schon zu. Nö, nördliche Königreiche im Normalfall. Kein Übersatz, Nilfgaard, aber ich zieh trotzdem die nördlichen Königreiche vor. Ah, verstehe. Ein Patriot. Hat nichts damit zu tun, das war nur mein Anfangs-Set und ist das Beste. Geralt hier ist ein Spitzenspieler. Spitze. Hm? Es dauert noch, bis die Auktion beginnt. Knuff, knuff, zwinker, zwinker, wie wär's mit einem Rötchen? Sehr gerne, warum nicht? Ja, komm. Es geht wohl nicht um Sieg oder Niederlage. Gut, ich bin dabei. Herrlich. Ich lege meine Karten aus. Aber ich glaube, ganz ehrlich, der könnte uns richtig kommst du mal auf ein Wort? Gut. Was denn? Ficken. Also, Kumpel, ich hab euch doch verkuppelt. Da finde ich, mir steht ein Teil des Gewinns zu, wenn du einen machst. 10%? Finderlohn quasi. Jetzt ist mir klar, warum du uns vorgestellt hast. Zu meinen professionellen Erkenntnissen gehört, dass Geld nicht stinkt. Also, was sagst du? Von mir aus, ganz ehrlich. Ja, du hast mir auch bei den Wachen geholfen. Ja, das hat er schon, kann er schon haben. Gewinns sind da. Wie wär's mit 50? Über jetzt reicht's. Ja. Geldgeiler Zwerg. Abgemacht. Jetzt würde ich am liebsten einfach verlieren. Aber dann hätte ich 125 Kronen verloren. Gut, wir starten mit dem nördlichen Königreich natürlich. Und ich beginne, das mag ich nicht. Ich mag es nicht, wenn ich beginne. Wetterkartenspion. Nicht mal schlecht, aber eine Wetterkarte kann man weg. Sehr gut, sehr gut. Dann du noch weg. Ah, ein Horn. Oh, ein Horn ist okay, ein Horn ist okay. Ein Horn ist okay. Ich hätte eigentlich gerne noch mal einen von denen gehabt, das wäre cool gewesen. So, ich lege mal ein Spion als erstes. Okay, zweimal das hier haben wir jetzt, okay. Er legt eine Karte, okay. Soll ich den Bogenschützen noch raushauen? Ja, komm, den Bogenschützen hauen wir noch raus. Noch ein Spion, okay. Dann passe ich jetzt. Dann soll er mich einfach überspielen, wenn er will. Oh, macht er. Mit einem Zug, okay. Ich habe gedacht, er würde jetzt mehrere kleine raushauen. Aber okay, er beginnt und er passt instant. Das finde ich supi. Dann setze ich einfach ihn hier ein, zack. Und gewinne damit die Runde. Das heißt, die letzte Runde wird richtig, richtig auf die Fresse. Noch ein Horn, okay. Bringt mir nicht wirklich viel. Ganz ehrlich, als erstes, ich habe zwei davon. Ich brauche nur eine. Also mache ich jetzt einfach mal das hier. Einfach, dass er jetzt erstmal was legen muss. Oder vielleicht auch eine gute Wetterkarte raushauen muss. Okay. Holt sich einen nochmal, okay. Komme ich mit klar, ich setze jetzt erstmal ihn hier schön, meinen ersten Helden. Ich kann mit den Hörnern nichts anfangen, ne? Ich kann die auch einfach rausschmeißen. So, nochmal ihn hier. Oh, er hat gute Bogenschützen. Muss man ihm lassen. Ich hau jetzt meine Hörner raus, die bringen mir eh null. Einfach weil auf dem Triebockplatz kriege ich es eh. Nochmal. Den Spion habe ich mir schon fast gedacht. Hab ich mir schon fast gedacht. Das ist natürlich die eiskalte Bild, aber ich habe ja zur Not noch die hier. Ah, Mist, Mist, Mist. Sieht nicht so rosig aus. Weil er hat einiges mehr Karten als ich. Das heißt, ich stehe am Ende da. Und bin der gearscht. Also ich setze jetzt erstmal ihn ein. Falls er irgendeine Verbrennenkarte hat, deshalb. Weil die zwei zusammen sind nochmal richtig gut.
Da wäre nämlich so eine Karte gewesen. Mhm. Immer schön aufpassen vor sowas. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Die zwei zusammen wären mein sicherer Sieg gewesen. Es wären 32 gewesen jeweils. Okay, haut gutes Wetter raus. Dann hau ich dir das nochmal hinterher. Er gewinnt, glaube ich. Setze ich jetzt nicht ein und passe einfach. Einen Punkt habe ich noch. Ich habe verloren. Obwohl, nee, noch ist unentschieden. Und er gewinnt, ist unentschieden. Stimmt, wegen seiner scheiß Fraktion. Nicht schlecht, aber mir kannst du nicht. Aber es war super knapp. Ach ja. Wie wär's mit Revanche? Tut mir leid, Kollege. Ich spiele nur einmal gegen jemanden. War fail, wie die Spitzohren sagen. Schade, hätte mir bestimmt eine legendäre Karte so abrippen können. Woher hast du diese Karten? Aus der Mülltonne? Aus dem Müll. Ich hab ihn. Alter, es war so knapp. Hätte diese Kackverbrennenkarte nicht gehabt, hätte ich ihn übelst auseinandergefickt. Jetzt bin ich demotiviert. Hallo. Hätte diese Verbrennenkarte nicht gehabt, Alter, dieser dreckige. Jaromir, dürfen wir mal kurz stören? Hallo, Vival. Wer ist das? Geralt von Riva, Hexer. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz über die Bilder, die heute verhökert werden. Hm? Ah, sind wir also auf Profitpitch? Wie immer. Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt. Aber mein Freund. Augen, während sie für dich nur wechselt. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Ein bisschen. Mag angesichts meiner hohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Kommt das in Quiz, oder wie? Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knobs ist? Kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer, Connoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knob, dem Meister aus Mann? Mhm. Das ist ja eine Art Quiz. Das Landschaftsbild, das Bild von Novigrad, das Kaufmannsporträt, das Stillleben oder die Schlachtszene. Die Schlachtszene schließe ich einfach mal aus. Ich kenne halt Maribor nicht, sagt mir nichts. Aber anscheinend malte er Landschaftsbilder, so wie ich das gehört habe. Also er hat es ein bisschen angedeutet. Deshalb will ich aber auch Landschaftsbild nicht nehmen, weil es mir zu offensichtlich wäre. Weil er hat gesagt, er könnte sich von einem Landschaftsbild für 5 Kronen unterscheiden. Ich nehme das Landschaftsbild. Ich habe eh keine Ahnung. Ich glaube, die ländliche Szene. Inkorrekt. Aber ich hätte mir denken können, dass dein bäuerlicher Blick in die ländliche Heimat schweift. Leb wohl. Hätte vielleicht meine Hexe-Sinne einsetzen können und dann irgendwie... Was für ein Trottel. Ach, scheiß auf ihn. Typischer Adel. Nee, in Dialogen kann ich das nicht einsetzen. Damit haben wir die Freunde kennengelernt, mehr oder weniger, mit der... Damit haben wir uns gut verstanden, mit der Älteren. Mit dem gegen Windspieler haben wir verloren und der ist ein Pissgesicht. Wo ist vorne? Das ist jetzt die Frage gerade, wo ist vorne? Ich habe jetzt eh kein Geld mehr, ich habe 125 Kronen verloren beim Gewinnspielen. Das ist nur wegen dieser scheiß Verbrennenkarte. So, dann hoffen wir mal, dass diese Horst hier auftaucht. Wie die Auktion abläuft. Sie bringen 3 Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borso die hoffentlich auf. Und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin, hast du ein Budget? Willst du mit? Wenn du mir ein paar Hunderter leist? Wenn du mir ein paar Hunderter pumpen kannst. Klar, Kumpel. Oh. Zu einer vorzüglichen Zinsrate.
nur eine Krone je Ziel, wenn du zurück. Ich wollte es, das war nur so ein, das war mehr so als Scherz gedacht. Petri Heim. Toll, jetzt schuldigt ihr immer noch Geld. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Aber ich zahle 110, zahle ich zurück, glaube ich, weil eine Krone pro 10 und wir haben 100 bekommen. Eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Rommel. Oh, ist schick, aber nee, ich habe jetzt vielleicht 400 Kronen. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Nee. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Der ehrenwerte Jaromir bietet 300. Hören wir mehr. 300 zum Ersten. Die Gräfin bietet 350 zum Ersten, zum Zweiten. Objekt Nummer 1, die geheimnisvolle Messingfigur geht an Gräfin 350. Mignole. Ich hab 400 Kronen, glaube ich. Objekt Nummer 2, ein Gemälde des jungen Novigrader. Nee, Gemälde brauche ich nicht. Sterne Nacht über dem Ponta. Ein charmantes Werk. Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen wertes Publikum. Das ist praktisch geschenkt. Ja, für 20 würde ich sogar nehmen. Ja, der Herr mit den Katzenaugen bietet 20. Höre ich 30? 20 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft. Ich habe ein Gemälde gekauft. Der Ponta von Van Roch geht an den Herrn mit den Katzenaugen. Ich habe gedacht, da würde jemand locker drüber bieten. Nummer 3, Damen und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn, eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristalllinsen, gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Ich habe ein Bild gekauft, Leute. Ich habe ein Bild gekauft. Ich habe gedacht, da würde locker jemand drüber bieten. Ich war einfach nur so, ja komm, wir sollen es nehmen. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Was will ich denn damit? Meister Hilbert bietet 250. Höre ich 3? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Ivanovic Zaitsev. Zum Ersten, zum Zweiten. Ja, komm. Scheiß drauf. Unglaublich. Mit dem ich will es ihm versauen. Sind wir jetzt bei 350 Kronen. Ich will es ihm versauen. Angebot, wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum Ersten, zum Zweiten. Hallo, Dame. Verkauft. Jetzt habe ich mein ganzes Geld rausgespielt. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Welch eine Aufregung. Cool, die Brille des Professors. Drei Objekten ist es Zeit für eine Pause. Am ersten, die Messingfigur hätte ich mit am ehesten noch holen sollen eigentlich. Aber ich wollte ihm einfach das Geschäft versauen. Und ihn mehr bieten lassen. Aber wieso bieten die denn nie mehr? Jetzt habe ich null, ich habe nichts mehr. Und habe jetzt zwei Gegenstände, mit denen ich nichts anfangen kann. Einige Zeit später. Schau, Horst Borsody. Schnell, ehe die anderen Schwanzlutscher in sich krapschen. Nur erwarte kein herzliches Willkommen. Ich habe zwei Sachen hier gekauft, also von dem her zwei Sachen, die ich gar nicht brauche. Werf doch den Apfel nicht so weg, Gerald. Das ist Umweltverschmutzung. Klar, der beult sich von selber ab, aber trotzdem. Freund und Partner vorzustellen. Gerald von Riva, der nicht eingeladen. Aber du hast dann mir verdient. Aber du hast dann meine Anwesenheit verdient. Ich habe ein gutes Sümmchen hier gelassen. Ich bin nicht Vivaldi. Profit allein reicht mir nicht. Ich will mehr. Das Auktionshaus ist vor allem ein Treffpunkt für die lokale Elite. Die lokale Elite, das sehe ich also nicht dazu. Offenkundig passt ein Wandermutant hier nicht rein. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Ich will keinen anderen. Ich muss Maximilian Borsodis Haus kaufen. Die Floske. Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenance zu verlieren. Kontenance? Beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Also anscheinend... Ein nicht gern gesehenes Thema. Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Sagst du mir, was es ist oder nicht? Wache, bring den Hexer raus und lass sie nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfarb persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz.
Tut mir leid, Kumpel. Ich verstehe. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Waage gegeben zu haben. Jetzt habe ich hier Geld liegen lassen und zwei Gegenstände, die ich nicht brauche, und werde rausgeschmissen. Aber anscheinend nicht gern gehörtes Thema, dieses Haus. Also das ist nicht nur ein einfaches Haus. Da muss da mehr hinterstecken, sonst würde er nicht so reagieren. Fass meine Kutte nicht an. Meister, wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße haben. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Für die Elite, wie wahr? Leider habe ich meine Rüstung nicht an, das heißt, ich krieg viel Schaden. Lockern wir die Muskeln. Ja, leider Gottes habe ich meine Rüstung nicht an. Aber ich, okay, das geht. Aua. Au! Ich greife immer so ein Muster an. Aua. Komm schon. Ach Mann, der eine muss jetzt verrecken. Sehr gut. Gegen einen ist dann schon um einiges einfacher. Was wollen die denn von mir? Jungs. Trotz... Dass ich nur ein so schönes Gewand und keine Rüstung habe, habe ich sie einfach locker besiegt. Das Gesetz sagt aber nicht, wie schnell. Man kann ein Weilchen warten. Würde ich auch sagen. Aber wir haben nicht viel über das Haus erfahren. Schwert oder nicht, ein Hexer weiß, wie man Knochen bricht. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheit. Wer zum Teufel ist das? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borso dies Haus niemals. Und du meinst, du kannst mir helfen? Du kannst mir helfen. Wir können einander helfen. Komm zur Sache, wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich da niemals rein. Ein Raum. Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkunde bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist, bis dann schlitz ich dich auf. Das ist, glaube ich, eine Falle. Wenn er da oben schon so steht und runterguckt. Ich will jetzt erstmal eine Rüstung anlegen. Darf ich. Und was bringen mir jetzt die Sachen, die ich da gekauft habe? Habe ich die jetzt hier irgendwo? Ja, hier. Die hat einen Wert. Und die kann ich ausrüsten. Cool. Was bringt mir das? Und das Bild? Hier. Hat auch einen Wert, aber nur 150. Aber dafür. Stimmt, dafür habe ich viel mehr ausgegeben. Dafür habe ich 20 ausgegeben. Okay, dann hat sich das Bild zumindest gelohnt. Nee, ich wollte meine. Ja. Guck, Alter, guckt euch die Brille an, die wir anhaben. Wie swaggy ist das denn? Alter. Das sieht ja mal mega nice aus. Cool. Jungs und Mädels, die verkaufen wir ganz hier nicht. Die halten wir an. Swaggy Geralt ist in town. What's up? Hol mal dein nettes Pferdlein. Komm her, Plötze. Ich habe eine coole Brille auf. Du musst auf mich hören. Also dann gehen wir mal zu diesem Kräuterkundler. Weg da. Auf dem Pferd sind wir immerhin ein bisschen schneller, als wenn wir laufen. Und da es nur 200 Meter weg ist, werden wir da ganz gemütlich hinreiten, meine Freunde. So, da ist die Brücke. Ah, ist ja cool, die Brille. Ja, aber ich hätte mir am liebsten diesen Messingvogel holen sollen, weil da war ja anscheinend versteckter Schatz drin. Da wäre vielleicht was Gutes rausgekommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auch nur vielleicht, ne? Das war ja nicht bewiesen, dass da irgendwas drin ist. Aber trotzdem, wir haben jetzt eine coole Brille. Ich meine, guckt euch an, wie wir durch die Gegend reiten. Das ist eine geile Sonnenbrille. Entschuldigung, was ist denn los mit meinem Hals? Er stirbt mir weg. Liegt daran, weil ich so viel Geld ausgebe. Aber wenn ich so viel Geld in Spielen ausgebe, dann fange ich an zu husten. Wie wild. So, hier oben. Wohnt der Kräuterkunde. Im Pferd kommen so schön die Berge hoch. Das ist so cool. Ganz ruhig. Boah, ist das ein cooles Absteigen. Das sah komisch aus.
Hey, was geht? Ah, es funktioniert, Axi funktioniert mal wieder nicht. Passiert hier öfters. Passiert hier öfters. Moment, dann nehme ich Igni. Ne, Igni bringt gegen die, Igni bringt am ehesten Art was. Gegen die, mit Schild. Genau, dann kann man die nämlich ein paar Mal treffen. Und, aufpassen. Wow. Na, das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Oh mein Gott, hat der mit Damage gemacht. Gwen, ne, Irden bringt mir gar nichts. Ne, ah, das ist echt am sinnvollsten. Nerv mich nicht. Dann scheiß Schild, ne. Das eine ist bald mal tot. Jetzt stirb doch endlich. Oh, pass an. Au. Oh, da habe ich einen Hammer in die Fresse gekriegt. Ich habe gedacht, man könnte den blocken. Kann man aber nicht. Nein. Die mit dem Schild sind nervig. Da ist wäre halt Art super, das zu skillen. Aber man hat halt so wenig Plätze frei in diesem Charakter, Skill, Dingenskirchens da. Das ist echt schade, dass man da nicht viel skillen kann. Also das heißt nicht viel, also man hat 12 Plätze frei. Aber es gibt so viel, was ich gern hätte. Art hätte ich gern hochgeskillt, eben gerade gegen die, damit man die so richtig umschmeißen kann und dann eben diesen Kill-Move machen kann. Aber Axi will ich halt. Axi ist der Shit. Axi brauche ich für mein Leben. Ohne Axi würde ich, glaube ich, schon. Ohne Axi hätte ich, glaube ich, die Hälfte der Kämpfe nicht geschafft in dem ganzen Spiel. Okay, so extrem nicht, aber Axi hat mir doch schon in der einen oder anderen Situation, vor allem gegen den Riesen von Undvik, damals sehr, sehr stark geholfen. Schön, was ist denn nach Runensteinen selten Handwerkszutaten? Hm, okay. Habe ich gar nicht gewusst, dass es die da gibt. Ich hab die nie durchsucht, so kaputte Monsternester, hab da eine Bombe reingeworfen und bin weggerannt. Okay, gut zu wissen. So, was bauen wir jetzt wieder? Ich schätze mal außerhalb des Auktionshauses. Nach der sehr, sehr kurzen Ladezeit. Das ist nämlich irgendwie ein Bloodborne, weil Bloodborne auch so ewige Ladezeiten hatte nach dem Tod. Da saß ich dann auch immer nur da und hab irgendeinen Scheiß gelabert. Und Bloodborne habe ich halt nur 9 Parts gemacht. Und hier sind es jetzt 74. In 9 Parts kannst du vielleicht noch was über die Zwischensequenzen Gescheites drüber laden. Was Interessantes. Bei 74 wird das Ganze schon ein bisschen schwerer. Deshalb habe ich einfach nur die größte Scheiße und lese ab und zu mal die Bildschirme davor. Denn Adrenalin erhöht den Schaden, den du bewirkst. Du stößt Adrenalin aus, wenn du Gegner angreifst. Ich wollte gerade Wegstößt lesen. Aber das stand da nicht. Ja, komm, jetzt genug geladen hier. Komm, go, 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 go. Okay. Hi. Da war aber, Moment mal, hier ist doch ein Schnellreiseding. Hier in der Nähe. Weil da war ja direkt ein Schnellreiseding. Hier beim Hafen müsste eine sein da vorne. Dann müssen wir da nicht nochmal den ganzen Weg hinreiten. Oder müsste hier nicht eine sein irgendwo in der Nähe? War hier nicht immer irgendwo ein. Hä? Ich bin. Ich mal bitte durch. Ich bin noch immer in der Nähe. Ah, da ist sie. Da ist sie. Dachte mir doch gerade, hä, die muss doch in der Nähe sein. Bin doch öfters mal hier gespawnt. So, Schnellreisen. Wir hatten ja schon einen Schnellreisepunkt. Bei der Hütte des Kräuterkundlers. Sehr schön, da müssen wir da nicht nämlich nochmal hinreiten. Wir haben ja die wunderschöne Natur schon einmal genossen, als wir dorthin geritten sind. Und dann können wir da kurz ein paar Gegner erledigen, Alter. Aber die können uns gar nichts machen, Alter. Ich fick die kurz. Amen. Dreh komplett am Rad hier. Weil der mit dem Hammer, der ist mies. Den soll ich eigentlich als erstes. Scheiß auf die Schildboys, die sind so arschlangsam. Da sollte ich mit Igni als erstes ran, ein bisschen dem Feuerschaden geben und so. Unzüchtiger Halbling. Hi. Brenn, du. Fickgesicht. So. Sehr schön, aufpassen. Die mit den Schildern, da bringt Igni nichts. Was sehr schade ist und noch ein bisschen sinnlos. Ich meine, Schild kann eigentlich nicht vor Feuer schützen. Na komm schon. Ruhe, aufpassen. Den mit dem Hammer kann ich nicht blocken, das ist das Problem. Hier, da! So nicht, Junge. Schade, es brennt halt nicht immer an. Also, es brennt die Gegner nicht immer an. Ruhe, aufpassen.
Okay, er brennt. Das heißt, er müsste eigentlich sterben durch das Feuer. Ja, okay. Sehr gut. Ich hau hier meine Schwalbe rein. Zack. Ein Hit können wir immer nur landen. Aber der Blutungsschaden hilft. So, sehr schön. Blockt hier. Aufpassen, der kriegt immer noch schön Blutungsschaden. Das ist irgendwie kein so cooler Move, Bro. Und, yeah. So, komm. Einmal schön blocken. Dann ihm in die Fresse geben. Oh, unser Schwert ist kaputt. Also, nicht kaputt, aber... Sobald es rot ist, sage ich immer kaputt. Keine Moves. Warum wollen hier die Kräuterkundler... Warum kommen hier Leute und wollen die töten? Oder wollen die ihm Stress machen zumindest? Das frage ich mich gerade. Hallo. Das sah cool aus, wie gerade auch noch so rumgeflyt ist. Das war recht effektiv. Dankeschön. Mehr hast du nicht zu sagen. Ich habe dein Leben gerettet. Puh, dieses Gesindel hätten wir mit links erledigt. Wir? Mann, bist du pingelig. Du weißt, was ich meine. Willst du jetzt handeln oder nicht? Oh, es gibt doch bei dem noch einen Auftrag. Erstmal lass uns Gwyn spielen. Komm, lass uns eine Runde Gwyn spielen. Ich will unbedingt ein paar Partien Gwyn spielen. Das würde mir gut tun. Ich mag Gwyn. Vor allem gegen so kleine Gegner, das ist eigentlich immer recht einfach gewonnen, das Ganze. So. Ja, der darf auch gerne beginnen. Sehr schön mit dem 2 von denen. Der kann weg. Sehr gut. Eigentlich anständiges Set. Ich würde sagen, das hauen wir auch noch weg hier nochmal. Okay, wir haben die. Haben wir gerade die gleiche Karte für die gleiche Karte bekommen? Er ist dran. Okay, er setzt was Kleines. Das ist okay. Ich setze einen Spion für dich. Oh. Geil. Eine Dreierreihe. Ding ist sogar, ich kann einfach den hier setzen. Ich kann ihn mir eh wiederholen. Ich habe zwei Wiederbeleber. Oder Wiederbeleberinnen, besser gesagt. Er passt. Ganz ehrlich. Dann mache ich die Runde. Mein lieber Freund. So kannst du mich nicht besiegen. Jetzt kriegen wir nämlich auch... Oh, sehr schön. Eine Karte bekommen. Ach du, Bro. Mach einfach mal. Oder? Ja, doch, mach einfach mal. Er soll die Runde gewinnen. Soll noch eine Karte ausgeben. So, und jetzt heißt's auf die Fresse. Ich glaube, dass wir gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Könnte knapp werden, aber ich glaube, dass wir gewinnen. So, damit holen wir einen wieder. Zack. Ein 10er Bogenschützen, das ist natürlich gut, weil man die auch noch die Reihe verstärkt. Aber ich kann Bogenschützen jederzeit wunderschön schwächen. So, und den noch her. Also ich glaube, wir müssen gewinnen. Aber das ist scheiße, weil ich keine gute Wetterkarte habe. Oh. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht. Machen wir es ja immerhin auf 2 hoch. Ich habe ja gar keine gute Wetterkarte. Aber du mit deinen Bogenschützen, du. Also wenn du mir hier das Ding so versaust, dann hier kriegst du das mal rein. Also. Gleiches mit Gleichem, ne? Er passt auch. Nö, ich bin hier noch nicht fertig. Ich bin hier noch nicht fertig. Zerberste den jetzt ja. Zack, zack. 12. Und jetzt werden es nicht nur 12, sondern noch jeweils 24. Ah, weiter. Ich möchte alles ausgeben. Ja, okay, es reicht. Wir haben ihn besiegt. Haus hoch. So. Schön. Deshalb mag ich die Sekunden, weil die gehen immer schön schnell. Schön smooth. Man kriegt immer eine Karte Flipper Eil haben. Ich brauche scharf irgendwas. Extrakt. Hab ich. Hinten. Folge mir bitte. Okay. Dann mal schauen, ob das Ganze eine Falle ist. Ich denke eigentlich schon. Sprich mit dem Fremden. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Peace up und haut da rein.